Wer sagt, dass etwas ein Fehler ist? Wer sagt das? Ich behaupte, Fehler sind gut. Fehler sind gut, denn Fehler machen dich anders. Ich sagte, wer sagt, dass Fehler schlecht sind? Schulkluge Menschen sagen das. Lehrer sagen das. Straßenschlaue Menschen sagen, Fehler sind gut, denn sie sind der Beginn von einer merkwürdigen Positionierung. Dass ich Legastheniker bin und Bestseller schreiben konnte, dass ich pleite war und 4,5 Jahre später finanziell frei war. All diese Dinge, dass ich rumgestottert habe in einer Kirche und mein Gedicht nicht aufsagen konnte, die Zähne klapperten und später vor vielen tausend Menschen reden konnte, immer wieder. Das zeigt, dass Fehler gut sind. Sie sind natürlich nicht gut, wenn du ewig in diesen Fehlern liegen bleibst. Du musst dann schon aufstehen, das ist klar. Aber der Straßenschlaue versteht, Fehler machen deine Positionierung erst richtig merkwürdig. Lady Gaga, die hat das erkannt. Hättet ihr nicht gedacht, dass ihr von mir eine Folie von Lady Gaga seht? Guck mal, was sagt sie, Lady Gaga? Anders sein muss man nicht verstecken, man muss es betonen. Betonen! Wir sind erzogen worden, unser Anderssein zu verstecken. Du musst es betonen, wenn du es betonst. Ganz ehrlich, wer von euch hat auch zumindest in der Schulzeit versucht, sein Anderssein zu verstecken? Gleiche Jeans, gleiche Parker, gleiche T-Shirt, Farben und so weiter. Wer hat das auch? Gleiche Frisur? Mein Vater wollte mir eine Lehre erteilen damals. Da war der kleine Bolo noch ein bisschen zu klein für. Da war ich 9, glaube ich. Da hatte man so lange Haare in meinem Alter in der Schule. Dann hat er gesagt, komm, wir schneiden dir einen Mäcki, damit du zeigst, du bist anders. So, dann haben die mir Mäcki geschnitten. Mäcki ist so ganz kurz. Und ja, da kam ich nicht gut mit zurecht. Ich konnte kaum warten, bis dann so 3 Jahre später in etwa meine Haare wieder länger waren. So wie von den anderen. Anders sein muss man betonen. Und vielleicht ist das auch ein ganz wichtiger Satz für dich. Das war einer meiner wirkungsvollsten Lehren, warum ich in meinem Leben etwas erreichen konnte, ist: Make your mess your message. Mache aus deinem Versagen, aus deinen Fehlern, aus deinem Kuddelmuddel, mach daraus deine Botschaft. Make your mess your message. Versteck das nicht länger.